Der Kaplan Alois Andritzky wurde 1943 im KZ Dachau durch die Giftspritze ermordet. Im Juni diesen Jahres wird er in der katholischen Kirche in Dresden selig gesprochen. Im Zuge dessen entstand die Ausstellung Andritzky Bekenntnis, welche am 6. Mai im Kunsthaus Gera eröffnet wurde. In unserem Studio konnten wir die Videokünstlerin Sonja Töpfer zum Gespräch bitten und ihr Fragen zu ihrer Arbeit an diesem Projekt stellen. Geht es um was anderes. Da geht es eigentlich um Spuren zu legen, dass die Leute sich selber auseinandersetzen damit, sich selber auseinandersetzen, ihre eigenen Spuren wieder aufgreifen und so weiter. Sie haben, wir sind wieder bei der Kunst angelangt und Sie haben als Künstlerin ja diesen Videofilm, den wir jetzt in den nächsten Wochen auch noch öfter, also die Installation, die wir in den nächsten Wochen öfter hier noch in Thüringen, Sachsen sehen werden, eingebettet in einen räumlichen Bau, den Sie dazu geschaffen haben. Jetzt ist Ihr Bild oder Ihre Bilder in einen Rahmen eingepasst, richtig reingesetzt. Und das kann man natürlich nicht losgelöst von dem Rahmen sehen. Also ist das etwas, was Sie sich vorher überlegen, wie die Wirkung dann entsteht? Oder ist das, wenn es gebaut ist und es läuft das erste Mal, dass Sie dann selber davor stehen und sagen, oh, bin ich jetzt aber überrascht, was da plötzlich entsteht, was man sich vorher gar nicht ausdenken kann? Oder haben Sie es genau geplant und es ist genau das eingetreten, was Sie sich vorgeplant haben? Ja, das ist das hermeneutische Wissen jetzt. Ja. Ah. Das war, ja, es ist eigentlich eine, also der Rahmen verdeutlicht eine bestimmte Richtung oder konkretisiert eine Richtung, die im Film schon also gelegt worden ist. Ja? Also sagen wir es mal so, der Rahmen ist eigentlich das Ausrufezeichen und der Holzhammer. Mhm. Also Leute, KZ erkennt jeder. Leiden, Gefängnis, Punkt. Mhm. Die Bilder sind im Kopf und durch viele... Genau. Jahrzehnte jetzt dieser Vergangenheitsaufarbeitung, weiß man eigentlich sofort, eigentlich kann es jeder lesen und deuten. Ja, richtig. Und wenn man den Film dann anschaut, dann hat man schon eine Blickrichtung. Mhm. Das ist genauso, wenn man ein Seminar macht und eröffnet, dass man mit wenigen Mitteln eigentlich schon eine Blickrichtung initiiert. Ich initiiere eigentlich eine Blickrichtung, mehr nicht. Und wenn dann Menschen sich dann davor setzen und mit dem Film auseinandersetzen, entdecken die nur dann noch viel mehr. Film versucht immer realistisch zu sein, Film versucht immer Tiefe zu erzeugen. Und da habe ich gedacht, das haben wir schon so viel gesehen, sondern ich habe versucht, ja, darauf zu verweisen, das ist noch viel älter. Das ist so alt wie die Menschheit, so alt wie unsere Gemälde. Also deswegen sagen auch viele, der Film wirkt wie ein Gemälde. Ja, das ist ja, obwohl man natürlich, aber man erkennt ja kaum den Raum. Das ist ja beabsichtigt. Meine, selbst auf dem Weizenfeld, man das Weizenfeld wird. Ja, genau, ja. Richtig. Also dieses scheinbar Dokumentarische, das ist ja, ich sage immer scheinbar. Also jeder erneut würde Ihnen sagen, also es gibt keine Dokumentation. Jede Dokumentation ist nur der Blick aus einem bestimmten Blickfeld. Also ist das schon nichts Objektives.